Hallo, liebe Mathe-Fans, herzlich willkommen. Wir befinden uns mal wieder in der Vektorrechnung und heute geht es um die Bestimmung des Mittelpunktes einer Strecke. Und was ich hier machen möchte, ist die Herleitung einer Formel dafür. Wir suchen also für diesen Punkt M in der Mitte von AB die Koordinaten. Aus unserem Werkzeugkoffer brauchen wir die Bestimmung eines Vektors zwischen zwei Punkten. Wir müssen Vektoren addieren und subtrahieren können und wir müssen ein bisschen mit Gleichungen hantieren. Gut, soweit zur Vorrede. Starten wir die ganze Geschichte einmal. Wir haben also eine Strecke AB und diese Strecke befindet sich entweder in einer Ebene oder im Raum. Deswegen verzichte ich hier auf Koordinatensysteme. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.